Ja, Freunde, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge hier vom City Driver. Verzeiht so ein bisschen meine Abstinenz in den letzten Tagen, gerade was Simulations anbelangt, aber ich wollte unbedingt ein bisschen F1.23 anspielen und einige Videos dazu machen, könnt ihr euch gerne mal angucken. Jetzt aber sind wieder ein paar neue Videos geplant und bei City Driver hat sich tatsächlich was getan. Ich hatte erst schon ein Video gemacht. Das Video hat nicht so ganz hingehauen, aber das war auch ganz gut gewesen, denn jetzt haben wir auch so ein bisschen die Daten für das Update, das am 14. Juni herausgekommen ist. Und die möchte ich euch, bevor wir gleich mal hier loslegen, einfach mal vorlesen. Also, es hat sich doch ein bisschen was getan. Nicht nur, dass die Performance sowieso schon, ich finde, seit Release an eigentlich gut ist, aber folgende Sachen sind quasi neu dazugekommen. Für all diejenigen, die ein Gerät haben, das QHD abspielen kann, gibt es jetzt auch die passende Auflösung. Kann aber auch sein, dass da euch auch so ein bisschen Performance sinkt. Also ihr müsst gucken, wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, einen QHD-Fernseher habt oder Monitor und darauf euer Rechner, euer Gerätschaft angeschlossen habt, dann könnt ihr mit einer höheren Auflösung hier durch München fahren. Hinzu kommt, und das ist, finde ich persönlich, ist schon ein Riesen-Update, eine Riesenneuerung, ist, dass die Zeit mittlerweile voranschreitet. Zwischen 6 und 19 Uhr wird jetzt die Zeit hier voranschreiten. Das gucken wir uns gleich mal im Navi an, ob da wirklich die Zeit so vorläuft, weil sonst war ja immer die Zeit bei 7.30 Uhr und da ist sie aber auch stehen geblieben und ist da auch nicht weitergegangen. Ansonsten gibt es einige neue Tastenbelegungen für Lenkrad und Controller. Vielleicht wahrscheinlich im Schnellmenü, müssen wir mal gucken. Macht natürlich jetzt mittlerweile Sinn, wenn wir jetzt hier zum Beispiel lesen, dass wir Licht an, Licht ausschalten können, also am Lenkrad und am Controller, wenn natürlich jetzt dementsprechend die Wetterungsbedingungen so sind, also wenn die Tageszeit das Ganze hier so erwünscht. Das heißt, um 19 Uhr könnte schon sein, dass es ein bisschen dämmerig ist und da macht sich schon bemerkbar, wenn ihr dann halt mit Licht unterwegs seid. Ansonsten Änderungen, die Helligkeit im Tunnel wurde angepasst. Ich glaube aber nicht die Helligkeit hier im Armaturenbrett, das gucken wir uns aber auch gleich mal an. Der Bereich entlang der Clemensstraße wurde mehr ausgeschmückt. Das könnten wir uns auch einfach mal angucken. Mal gucken, wo die Clemensstraße ist, dann können wir auch mal da vorbeifahren, weil eigentlich will ich mit euch unbedingt hier noch eine kleine Mission machen und zu den Kommentaren kommen, die ihr so schönes verfasst habt. Einige Bugfixes sind noch dabei, fehlende Lampen in Petrol-Tunnel wurden ergänzt, der Motorsound beim Volta Model E Performance ist jetzt wieder hörbar, die Kennzeichentextur sowie Texturen von Verkehrszeichen werden jetzt immer korrekt angezeigt. Ich denke mal, also, die sehen auf alle Fälle gestochen scharf aus. Wenn ihr mal seht, hier, die 30er-Zone ist vorbei. Ansonsten, das Spielerfahrzeug Volta Model Z funktioniert nach den Abschließen des Tutorials jetzt korrekt. Die Blinker schalten sich nach Kurvenfahrten nun zuverlässiger aus. Stimmt, das war auch öfters ein Problem gewesen, dass, ihr kennt das ja, ihr blinkt, biegt ab und dann müsste eigentlich der Blinker automatisch auf ausgehen. Das war nicht immer der Fall gewesen, da mussten wir selber nochmal nachhelfen. Ansonsten, nach dem Wechsel von einem Auto mit manuellem Getriebe auf ein Auto mit automatischem Getriebe wird die Drehzahlanzeige im HUD nun korrekt ausgeblendet. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, auch gar nicht so gemerkt. Ich muss auch dazu sagen, ich wollte gerade mit diesem Tesla-Verschnitt fahren. Bei mir funktioniert es immer noch nicht, dass ich mit den Tesla-Fahrzeugen fahren kann. Zumindest nicht mit dem Lenkrad. Mit dem Controller alles kein Problem. Ich habe aber schon bei manchen gehört und gelesen, dass auch da der gleiche Fall ist, dass da Probleme auftauchen oder auftreten. Die Darstellung der KI-Modells Perfekter Figaro wurde korrigiert, sodass nun Blinker und Bremsleuchten wieder korrekt zu sehen sind. So, das sind jetzt alle Updates, alle Verbesserungen und das freut mich, weil das Schöne ist, und dazu werden wir gleich in den Kommentaren kommen, dann sind die auch ein bisschen obsolet vielleicht, aber ich hatte ja auch die Befürchtung gehabt, dass das jetzt hier gerade so ein bisschen tot gemacht wird, aber immerhin kam ein Update, es geht vielleicht hoffentlich voran. Als kleines Beispiel zum Beispiel, Subways in Hamburg, die Entwickler bzw. Aerosoft haben jetzt mal so ein bisschen den Roadplan veröffentlicht, also ich hoffe mal, das wird es hier beim City Driver auch geben. Erst einmal, guck mal, hier innen, da sieht es schön hell aus, das ist so ein bräunlicher Ton und innen, immer noch sehr dunkel, aber okay, ich hoffe mal, vielleicht das ändern sie so ein bisschen, weil der Ton sollte schon so ein bisschen wie der hier sein, dieser helle Ton, bin ich der Meinung, aber ich kann mich auch, irgendwie haben sie es auch verbessert. So, wir gucken mal, es ist 7.36 Uhr, perfekt. Ja, oh, gut, ich habe fast 4 Minuten gequatscht. Tut mir leid. Also, Timestep, wir legen jetzt los. Wir schalten den Motor an, werden uns gleich mal eine Route raussuchen zu der allernächsten Mission. Und dann werde ich mir auch gleich mal die Kommentare schnappen, sobald wir mal so ein bisschen jetzt hier auf der Straße sind. Also, kurz mal
Pause gedrückt. Ich hatte nämlich schon, wie gesagt, das Video eigentlich vorbereitet, schon abgedreht, habe aber gemerkt, oh, da läuft aber gerade irgendwas richtig schlecht. Wir gehen mal zu Kaufrausch, da müssen wir hin. Wo führt mich mein Navi hin? Okay, Navi, so wie du gerne möchtest. Mein Navi sagt, ich soll rechts abbiegen und hinten, wie heißt der Platz nochmal? Karolinplatz, glaube ich. Da soll ich einmal im Kreisverkehr fahren. Du, das können wir gerne machen. Umso mehr können wir hier ein bisschen fahren. Also, legen wir los. Natürlich, wie immer, hier links und rechts geguckt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, jetzt versuchen wir mal hier rumzukommen. Oh. Ja. Weil wir zu weit vorgefahren sind, passiert. Achso, im Übrigen, das kann ich euch auch mal hier zeigen. Mit der Kamerapositionierung dieses, ich sag jetzt mal, Porsche Cayennes. Carrera? Cayenne? Oh, hoppala. Cayenne war es, glaube ich, gewesen. Da gibt es ein paar kleine Probleme, das kann ich euch auch mal zeigen. Das haut nicht so ganz hin mit der roten Linie. Das ist zum Beispiel bei diesem Mercedes-Verschnitt, aber auch bei dem VW Golf wesentlich besser geregelt. Oh, wir sind wieder viel zu schnell unterwegs. 50 ist hier erlaubt. Fahren wir also dementsprechend ein bisschen gemächlicher. Ist aber auch ein Wagen, der zieht ab. Warte mal, komm, einmal können wir. Ja, sogar Automatik nur. Also von daher, gut, wie gesagt, wir fahren uns einmal vor bis zum Kreisverkehr, warum auch immer wir das machen müssen. Und dann werden wir uns auch mal die ersten Kommentare hier schnappen. Wie gesagt, die Zielanzeige, die ist immer noch vorhanden. Vorher ging es wirklich so. Third Person, Cockpit und dann verschwindet die eigentlich normalerweise. Die ist aber jetzt die ganze Zeit aktiviert. Das könnt ihr aber auch, glaube ich, deaktivieren. Wir lassen die jetzt einfach drin. Ist jetzt einfach mal so, wie es ist. Ist ja halb so schlimm. So, wenn das mir jetzt hier mal bei Rot stehen, kann ich trotzdem schon mal das Video öffnen. Denn ich wollte mir unbedingt, das war, glaube ich, das Video gewesen, wo ich mein Fazit abgebe. Entweder mein Fazit oder mit, ich reagiere auf eure Kommentare. Einen von den beiden Videos hatte relativ viele Kommentare gehabt und darauf wollte ich gerne mal reagieren. Aber erstmal geht es jetzt hier weiter. Aber wie gesagt, es ist schon mal schön, dass wir jetzt wirklich dieses Update spendiert bekommen haben und das Ganze jetzt hier einfach ein bisschen funktioniert. Achso, eine Sache, ich glaube, die habe ich vollkommen überlesen. Man muss aber auch dazu... Boah, ein Glück. Ha, meine Formel-1-Reaktion. Sie haben auch das Force-Feedback verändert. Das ist sogar jetzt erhörbar auf 2. Also man kann das Force-Feedback sogar höher stellen, was ich ein bisschen Quatsch finde, weil viele haben ja schon geklagt. Ich sag nur, ich habe eine Freundin mal off-cam ein bisschen spielen lassen und sie ist ja Autofahrerin. Sie fährt quasi selber im VW Golf und hat dann selber auch bestätigt, das fühlt sich halt gar nicht so wie Autofahren an. Es fängt schon damit an, dass das Lenkrad einfach viel zu kräftig ist. Also dieses Force-Feedback, was das Ganze simulieren soll, ist viel zu stark. Ich habe das schon auf Minimum mittlerweile eingestellt und trotzdem weiß ich, was sie meint. Es ist halt wirklich ziemlich stark. Ich selber bin daran total gewöhnt, weil ich kenne es halt nicht von anderen Spielen, genauso wie bei meinem Formel 1 Spielen zum Beispiel, da ist ja das gleiche, da ist Force Feedback auch relativ stark. Gute Frage, dürfen wir eigentlich weiterfahren? Ich glaube schon, oder? Die standen nämlich auch gerade neben mir. Wie gesagt, wir folgen einfach dem Navi und ich hoffe mal, dass irgendwann mal hier auch hier der Mercedes vor uns, der gelbe, irgendwann mal im Spiel auftritt. Eigentlich dachte ich damals, als Fabian die ersten Videoaufnahmen gezeigt hat von City Driver, dass dieses Auto auf alle Fälle auch so, wie es dabei ist. Ist es aber bis jetzt nicht. Das ist dieser V8 Biturbo, der ist dabei, der Dreitürer. Aber hier der Fünftürer, der auch gerade rechts abgebogen ist, der ist nicht dabei. So, ein bisschen gemächlicher, hier nicht so schnell fahren. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. So, ich hoffe mal, der schneidet uns nicht den Weg. Nee, macht er nicht, okay. Rote Ampel überfahren. Ach, das wird auch lustig. Das ist mir beim letzten Video auch aufgefallen. Achtet mal so ein bisschen darauf. Es gibt noch zwei Probleme. Ich weiß nicht, ob es an dem Wagen liegt. Das hatte ich auf alle Fälle gehabt. Ach, was auch ganz cool ist, mittlerweile, doch, die Farbe ist sehr gut mittlerweile zu erkennen hier am Armaturenbrett. Also ist alles schön in so ein Lederbraun gehalten. Nee, achtet mal auf folgende Sache. Er zeigt öfters an, über Rot gefahren, obwohl ihr über Grün gefahren seid. Und, unerlaubtes, unnötiges Blinken war es, glaube ich, gewesen. Wenn ich abbiegen möchte und blinke, dann heißt es auf einmal unnötiges Blinken, also quasi ich habe einfach geblinkt, obwohl es nichts zu blinken gibt. Das wäre quasi ein Fehlerpunkt gewesen. Das sind immer noch Fehler, die ich hier habe. Ich weiß aber nicht, ob es an diesem Wagen hier liegt, ob es da nochmal Unterschiede gibt. Wie zum Beispiel das Nichtstartens auf mein Lenkrad hier mit den ganzen E-Fahrzeugen, mit den ganzen Tesla-Modellen, von dem ich jetzt mittlerweile so viele habe. Es ist halt da immer noch so, aber wir kommen gleich auf den Kommentaren zurück. Okay. Teilnehmer, willst du nicht irgendwie losfahren? Okay, kein Problem. Oder funktionieren die Ampeln nicht? Oh, das kann aber auch sein. Die stehen alle jetzt gerade hier. Aber wir hatten grün gehabt. So,
Okay. Nee, funktioniert generell jetzt gerade nicht. Keiner ist losgefahren. Keiner wollte so richtig. Nee, wegen die Mods, die ja aktuell ja zwar erhältlich sind über den Workshop, aber es sind alles halt noch Kopien. Wie gesagt, das ist halt überhaupt nicht negativ gemeint, aber ich habe jetzt so viele davon. Also ich habe jetzt an die, wie viel sind das? 15? Bei 20 Autos und so viele Modelle, die ich zwei- oder dreifach habe. Und davon die E-Fahrzeuge, wo ich die Hoffnung hatte, dass da vielleicht das wenigstens funktioniert, ich mal wieder mit einem Tesla-Fahrzeug fahren kann. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich wirklich immer denselben Fahrzeugtypen hier benutze, ob Mercedes, VW Golf oder vielleicht den hier, aber mehr gibt's dann auch nicht. Klar, man könnte den Van mal wieder nehmen, aber ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich wollte ja unbedingt jetzt diese Aufgabe machen, Kaufrausch, da bietet es ganz gut an, weil wir müssen ja ein bisschen shoppen gehen und da will man natürlich so einen kleinen Bonzenwagen haben. So, wir achten mal darauf, wir biegen nämlich jetzt mal hier ab. Boah, ich muss ein bisschen umgewöhnen. Ich fahre jetzt gerade wie, als würde ich mit Bus fahren. Nee, war in Ordnung gewesen. Okay, nicht gemeckert. 50 ist hier erlaubt. Ein Tempomat, haben viele auch geschrieben, wäre nicht schlecht. Das habe ich mal so ein bisschen durchsickern lassen. Das habe ich mal so ein bisschen überflogen. Da wäre ich auch voll dafür, dass man wirklich mal ein Tempomat stellt. So, da vorne haben wir es im Übrigen. Da können wir uns mal gemeinsam angucken, denn... Mal gucken, haben wir hier irgendwo eine richtig schöne Parklücke? Ah, guck mal hier. Zwischen den Tesla und dem Mercedes versteckt. Wir fahren erstmal kurz hier so ran. So. Rückwärts. Wir gucken mal kurz hier raus. Da kommt zwar einer. Ich kann aber mal ganz kurz warten. Ja. Nee, du, ist in Ordnung. Ich hätte auch nicht gewartet. Ich wäre auch durchgebrettert, wa? Ihr kleinen Partymäuse. Ach. Ich wollte gerade sagen, der muss da irgendwann mal bremsen. Die junge Dame. So, okay. Ist jetzt nicht optimal, aber egal. So, ich hoffe mal, hinter uns steht keiner. Nee. So, ein Augenblick, wir gucken mal ganz kurz. Ich hoffe mal, dass jetzt kein Auto hinter uns kommt. Das war die Parklücke gewesen, okay. Übrigens, ey, muss euch gleich mal erzählen, ich habe heute was gesehen. Das glaubt niemand, gerade wo wir jetzt mal so parken. Folgendes Szenario. Das passt sogar ganz gut, das war nämlich ein BMW gewesen, also vom Fahrzeugmodell, von der Größe her fast dasselbe. Erst einmal war es so gewesen, dass der wollte nämlich einparken, genauso wie ich jetzt, sich übelst breit gemacht hat. Der stand schon fast auf der zweiten Spur und hat da rückwärts eingelegt. Ich bin mit dem Roller vorbeigefahren. Ah, war die Parklücke klein gewesen, gefühlt so klein wie die hier mit dem VW Golf und dem Mercedes hier und der mit dem großen Wagen. Und dann hat er folgendermaßen eingeparkt. Ich glaube, ich bin auch der Meinung, ich habe reingeguckt, es war eine Frau gewesen, aber ist jetzt vollkommen egal. Wir sagen einfach, es war ein Mensch gewesen. So, fährt natürlich an. Und ich würde jetzt zum Beispiel in den Augenblick jetzt schon voll einlenken. Wisst ihr, was ich meine? Hoppala. Wenn ihr das mal hier so seht, hier, da ist ja das Heck und dann könnte man hier schon volle Kanne einlenken. Was macht aber die Person? Fährt weiter rückwärts, ungelogen, fährt weiter rückwärts und macht jetzt quasi ungefähr auf der Höhe den hier. Ja, und da Situation denkst du ja auch schon so, das kann ja nichts mehr werden, weil es ungelogen schon so war. Und so wie ich jetzt gerade angefahren bin, war es doch in Ordnung gewesen. Sie war so ein bisschen auf Höhe mit der Heck von ihr und linker Stoßstange, also linker Scheinwerfer. Das war ganz kurios gewesen. Also so werden wir natürlich jetzt hier nicht einparken, wir werden uns ein bisschen Mühe geben. Aber was ich euch ja nochmal zeigen wollte, dazu positionieren wir uns nochmal ganz fix, ist ja nämlich die Kameradarstellung hier. Oh, ja, dafür passiert mir das. Oh, shit. So. Also, das versucht man trotzdem mal zu konzentrieren, nicht beim Einparken. Aber jetzt achtet mal auf die Kamera. Das Rote soll ja quasi signalisieren, auf welche Höhe quasi die Stoßstange ist. So, wir fahren jetzt einfach mal rein. Und das heißt, das Heck müsste jetzt wirklich sehr nah dem Bordstein sein. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Jetzt müsste es eigentlich drauf sein. So würde ich es interpretieren. Jetzt achtet mal eigentlich darauf, wo das Auto wirklich ist. Wie weit wir da vom Bürgersteig weg sind. Wie gesagt, bei dem Golfmodell und bei dem Mercedes ist alles super. Also das heißt, eigentlich sind wir perfekt. Wir könnten jetzt hier richtig schön einparken. So, weil ich mich schon gewundert, guck mal. Im Endeffekt zeigt mir die Kamera gerade an, ich bin total schief und total auf dem Bürgersteig. Irgendwie nicht, also ich bin noch ein bisschen weiter weg. Klar, werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auf dem Bürgersteig so ein bisschen kommen. Fahren jetzt mal ein bisschen vor.
Das können wir mal austesten. Das ist vielleicht für euch ganz gut, wenn ihr mit dem Wagen jetzt unterwegs seid. Oder ihr habt euch vielleicht das DLC dazu geholt, was immer 9 Euro kostet. Also es einfach viel zu überteuert ist. Jetzt fahren wir mal langsam rückwärts. So. Für mich persönlich wäre hier vorbei. Wirklich endgültig. Der Platz, der ist ja noch da. Aber eigentlich soll wirklich, wie gesagt, diese rote Linie soll eigentlich anzeigen, hier bist du eigentlich quasi jetzt in dem Wagen drin. Also so viel dazu, das wollte ich nur mal so ein bisschen mal zeigen, falls ihr da selber irgendwie Probleme habt, warum schaffe ich es mit dem Wagen nicht einzupacken, das ist der Grund, also da ist die Kamera ein bisschen zu weit nach vorne gerutscht oder nach hinten gerutscht, je nachdem, beziehungsweise die Anzeige haut nicht ganz hin, also dieses Farbschema. So, beginnen wir mal unser Auftrag, nämlich Kaufrausch. Dazu müssen wir zu einem Supermarkt fahren, einer Apotheke und einem Modegeschäft und damit interagieren. Im Endeffekt müssen wir aber nur zum Supermarkt, eigentlich auch schön zu sehen, denn die Aufgabe habe ich schon gemacht in einem Video, was ich euch schon mal erklärt hatte. Da war es gleiche gewesen, Supermarkt, Drogerie und Elektronikgeschäft. Ich dachte erst, wenn man die Mission, die kann man ja immer wiederholen, dass sich das ändert, weil eine Apotheke haben wir ja eigentlich auch, aber nach der wird jetzt gerade gar nicht gefragt. So, wo ich jetzt eigentlich immer hinfahre, ist eigentlich ganz einfach, ich fahre jetzt einfach hier hin. Weil hier habt ihr alles. Da ist quasi alles schön. So, wir steigen jetzt hier nochmal ein. Oh, ich finde das so schön, dass die Zeit wirklich mal endlich voranschreitet. Gefällt mir richtig gut. Und ich würde mal sagen, Vorwärtsgang rein. Ich schnappe mal kurz mein Handy und wir gehen mal kurz auf das Video und suche mal ein paar Kommentare raus. So, wir sind wieder on the road und wir fangen einfach mal mit den guten Dumme an. Dumme, wie sagt immer, vielen, vielen lieben Dank, mein Freund, dass du hier auf diese Videos gerade bei City Driver immer reagierst und deinen Kommentar abgibst. Das freut mich immer von dir zu lesen. Und Dumme hat er geschrieben, was machen die beiden hier? Oh, können die sich noch irgendwie ein? Okay, alles klärchen. Wir haben grün, warte mal, ich muss mal kurz hier abbiegen. Schaffe ich das mit einer Hand? Ja. Auch mit sehr harten und straffen Force-Feedback geht das, aber ist schon eine kleine Krafteinstrengung. Dumme hatte geschrieben, es ist wirklich so schade, ich habe da schwere Befürchtungen. So, ich muss ein bisschen aufpassen, sonst haben gleich die entgegenkommenden schwere Befürchtungen. Ich habe die große Sorge, dass das Projekt fallen gelassen wird, wie schon so viele andere Titel. Laut aktuellen Statistiken, und das ist wirklich sehr erstaunlich, das wusste ich gar nicht, was macht er denn da? Ist ein Klimaaktivist oder was? Was macht ihr denn? Habt ihr euch kennengelernt? Oh, ihr seid ja süß. Oh, habt ihr euch gerade kennengelernt? Oh, ihr kleinen Mäuse. Ja. Liebe in München ist was Schönes. Ne, nochmal zurückkommen. Eine sehr interessante Statistik. Dumme hat nämlich geschrieben, dass laut aktuellen Statistiken am Tag 50 bis 60 Leute nur aktiv dieses Spiel spielen. Also gerade so wie ich jetzt. Das ist schon krass. Weltweit. Weltweit. Zum Vergleich beim alten City Car Drive ist die Zahl 10-mal so hoch. Oh, hoppala. So, dadurch sinken die Chancen auf Mods natürlich. Wir können nur hoffen. Wie gesagt, erstmal, Drummit, ich habe dir auch beim eigentlichen Video da schon vollkommen recht gegeben. Ich bin natürlich jetzt nur ein bisschen besser gestimmt, einfach deshalb, denn wir haben ein Glück ein Update bekommen. Ich habe wirklich schon fast die Befürchtung gehabt, dass hier selbst nicht mal ein Update irgendwas kommt, weil mir kam es ein bisschen komisch vor. Natürlich, der Release ist jetzt so knappe 1,5 bis 2 Wochen her, aber es kam nichts, aber auch gar nichts von den Entwicklern, weil der Patch, von dem ich ja immer so gerne gesprochen hatte, der war ja noch vorm Release gewesen. Das war zu dem Zeitraum gewesen, 2 Tage nachdem wir ganzen Content Creator dieses Spiel austesten und veröffentlichen durften. Das war dann schon mal ein bisschen kurios gewesen, dass das nicht ganz so funktioniert hatte. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ein Update bekommen, sogar ein relativ großes Update und das stimmt mir schon positiv. Es ist halt nur erstaunlich, dass wir halt wirklich auch nach 1,5 Wochen trotz all dem jetzt nicht diesen Mod bekommen, wo Leute wirklich sagen, ja, ich habe wirklich Bock jetzt auch, dass zum Beispiel, als kleines Beispiel, jetzt ein Porsche 911er hier lang fährt, aber mit Originalmarken und Emblem. Ah, hier steht wieder jemand. Ja, hier ist aber auch ein kleiner Bug. Gerade der Mercedes, die stehen öfters mal hier. Deswegen standen die vorne auch dort. Und ich dachte, wir hätten irgendwie eine rote Ampel. Nee, aber das ist wirklich schade, dass da sich bis dato nichts tut. Aber wie gesagt, Dumme, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich gebe dir mal ein Herzchen. So, ich vergesse immer, die Herzchen hier zu geben. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Also, ey, ich sag's immer wieder, war Handy am Steuer? Gehört verboten. Ist, glaube ich, auch verboten, wa? Natürlich ist verboten. So, Hector hatte geschrieben, Hector spielt, Hector ist auch jemand, ey, Hector, immer vielen, vielen lieben Dank, ich freue mich immer wieder, wenn Leute wirklich hier was kommentieren,
nicht darauf reagieren kann, wenn die Leute wirklich beständig halt, auch wenn es vielleicht nur das eine Spiel sind, aber sich immer Videos von mir angucken. Das freut mich ganz doll. Vielen lieben Dank dafür. Hector Spielt hat nämlich geschrieben, gestern ist das erste Update für City Drive erschienen und den Changelog kann man auf Steam nachlesen. Viel Glück, Hector. Ach so, Hector, stimmt, das hattest du heute Morgen geschrieben. Ich wollte dir erst noch antworten. Ich war gerade mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Ey, vielen lieben Dank. Ich habe das voll überflogen, aber ich muss auch dazu sagen, mein Kopf hat mir jetzt nicht gerade gesagt, dass ich daran denken musste. Das tut mir voll leid. Aber ey, Hector, auch Dankeschön dafür. Das könnt ihr im Übrigen, wie gesagt, in den Kommentaren auch verfassen oder wie bei Instagram schreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt oder aber auch irgendeine Information bekommen habt, dann gehe ich den gerne mal so ein bisschen nach. So, bleibt mal ganz kurz hier stehen. Ich will nämlich mal das nächste Kommentar hier rausfiltern. Wir haben noch Thomas Wendel. Es ist grausam für mich. Ich kann mir das mit dem Rumfahren nicht antun, wenn sich ein Auto sowas von unterirdisch anhört und sich so komisch anfühlt. Ich denke, ach, schaust es nochmal an und nach 5 Minuten ist das Kosten schon da. Ich persönlich würde sagen, lieber nicht kaufen. Das ist Katastrophe, alleine wenn man sich bei Assetto Corsa die Stadtmod runterlädt mit KI-Verkehr. Das kann man dann eher Simulation nennen. Aber das Spiel, nein. Thomas, auch du hast schon öfters hier geschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, konstruktive Kritik ist es auf alle Fälle. Ein bisschen überspitzt, aber konstruktiv ist hier allemal. Ich weiß, was du meinst. Der Sound ist wirklich nicht dolle. Ich finde immer so vom Anmachen vom Auto, wir sind, ja, ich weiß, wir sind viel zu schnell, ist es immer sehr cool. Das macht dann wirklich Spaß. Aber sobald wir losfahren, auch dieser Ferrari-Verschnitt, den wir jetzt gerade hier so ein bisschen hier auf der linken Seite sehen, der da vorne. Ey, wenn der angemacht wird, hört sich richtig geil an. Sobald wir losfahren, ist die Ernüchterung und in Anführungsstrichen das Gekotze aus den Ohren doch echt schlimm. Aber ich hoffe mal, beim Update haben wir ja schon so die Erfahrung gemacht jetzt. Ein Elektroauto hat jetzt quasi einen neuen Sound-Update bekommen. Wie gesagt, hören können wir den jetzt nicht großartig. Ich will hier unbedingt mit dem Lenkrad fahren. So klappt es ja nicht. Werden wir es hoffentlich auch bei den anderen Fahrzeugen bekommen. Der Rest, ich habe es ja gesagt, für Autofahrer, also wenn Autofahrer jetzt denken, sie kommen jetzt hier in den Simulator rein, das 1:1, dem ist halt wirklich nicht so. Also da müsste man echt den Force Feedback sogar noch ein bisschen runtersetzen, damit man wirklich dieses leichte Weiche hat. So viel dazu. So, wir sind jetzt erstmal hier angekommen. Wo habe ich denn jetzt eine rote Ampel überfahren? Aber okay. Wir sind jetzt erstmal angekommen. Wir wechseln mal kurz hier die Seite. Hier noch einmal, weil wir müssen ja mal abbiegen und wir werden uns gleich mal wieder eine Parklücke suchen, damit wir jetzt hier einkaufen gehen können. Aber bevor das losgeht, werden wir uns natürlich noch mal kurz einen weiteren Kommentar hier rausschnappen. Das ist nämlich SGPCH1983 und darauf freue ich mich nämlich schon, weil dein Kommentar ein bisschen kontrovers ist ja nämlich schon. Weil du hast geschrieben, was mich massiv stört, ist, dass einfach nur ein Abklatsch von City Car Driving ist und das einfach nur, weil City Car Driving ja ein russisches Spiel ist. Politik hat nichts mit Spiel und Spielen verloren. Und City Car Driving 2.0 ist für 2024 nun in Entwicklung. SGPCH1983, wie heißt du eigentlich? Hast du irgendeinen Spitznamen, den du vielleicht uns hier nennen kannst? Dann kann ich besser darauf so ein bisschen reagieren. Ich verstehe ein bisschen deinen Unmut. Ich weiß, du bist wirklich ein Fan von diesem City Car Driving. Ich wollte ja selber mal so ein bisschen reingucken, aber ich dachte mir wirklich so ganz ehrlich, bei einer Grafik, die so unterirdisch ist, obwohl ich kein Grafikhai bin, habe ich keinen Bock, 25 Euro zu zahlen. Hinzu kommt auch noch, dass viele in den Kommentaren geschrieben haben, dass der Lenkrad-Support teilweise sehr grottig sein soll. Und deshalb wollte ich das so ein bisschen lassen. Ey, wie, hier ist kein Parkplatz. Das waren hier mal Parkplätze. Müssen wir mal weiter vorne mal gucken. Aber wo man wirklich sagen muss, also mit russischer Politik hat es nichts zu tun. Russische Politik wäre eher, also sagen wir mal, zu den Sanktionen würde eher was dazugehören, wenn es darum ginge, hier haben wir übrigens einen Parkplatz, wenn es darum ginge, dass man die Spiele, die aus russischer Hand sind, allesamt von Steam verbieten würde und rauslöschen würde. Das wäre was anderes. Da könnte man wirklich sagen, Politik hat da in Spielen nichts zu suchen, da wäre es vollkommen in Ordnung. Die Kamera ist wirklich grottig. So. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Möchte ich einlenken. So, wunderbar. Aber ansonsten, City Car Driving 2.0, ich habe mal so die ersten Screenshots davon gesehen, natürlich jetzt auch nur bei Steam, sah auf alle Fälle mega interessant aus. Also da bin ich auch mal so ein bisschen gespannt, was da auf uns zukommt. So, das war es erst einmal gewesen. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge, wir machen natürlich jetzt auch die Aufgabe zu Ende, die ist auch gleich vorbei, werden wir auf alle Fälle gemeinsam
noch auf andere Kommentare reagieren von einem anderen Video von Sonntag. Und vielleicht habt ihr auch Bock und könnt hier ein paar Kommentare noch hineinschreiben. So, erst einmal, wo können wir jetzt hier einkaufen gehen? Hier, Drogerie. Zahnbürste, Zahnpasta, stimmt. Ah, muss ich nicht so weit laufen. Auch schon mal nicht schlecht. Da gehen wir jetzt einmal hin, drücken A. Jetzt gehen wir da imaginär rein, tauchen wieder jetzt hier auf der Straße auf. Und ihr seht, Drogeriemarkt hat jetzt einen hellen Punkt bekommen. Das heißt, da waren wir jetzt gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken. Vorne war, glaube ich, ein Elektrogeschäft gewesen. Ja, stimmt. Das war hier auf diesem Platz gewesen. Wie heißt der Platz hier nochmal? Osram war es nicht gewesen. Ach, hier. Warte mal, ihr könnt... Früher war hier auf alle Fälle... Na gut. So ein kleines Kamerasymbol gewesen, dann konntest du dir das angucken. Aber es kann auch sein, weil ich es mir schon angeguckt habe, ist es nicht so. Elektronikgeschäft betreten wir auch mal. Supi. Dankeschön dafür. Und vorne hier bei Galeria Kaufhof, da haben wir einen ganz normalen Supermarkt. Da können wir auch einkaufen gehen. Das heißt, wir gehen jetzt... Ja, kommt ein Auto. Schnell rüber, schnell rüber. Gehen jetzt hier lang. Es ist grün. Dann setzen den Blinker, biegen hier leicht links ab und gehen jetzt hier in Galeria Kaufhof mal kurz in den Supermarkt holen. Ein bisschen Avocado, vegane Schnitzel. Und dann machen wir uns ein schönes Pfannengericht. Schnitzel, Avocado mit Creme Fraiche. Aber alles vegan natürlich. Gut, haben wir gut. Mission ist abgeschlossen. Wie gesagt, ihr könnt die Mission alle wiederholen. Wir haben nämlich zum Beispiel... Ja, es ist nicht geschafft, keine Verkehrsregeln zu beachten, missachten und keine Zusammenstöße zu verursachen. All das habe ich geschafft. Gut, Freunde, guten Laune, das war's gewesen. Wie gesagt, Updates sind, beziehungsweise das erste Update ist endlich gekommen. Freut mich sehr, dass sich da was getan hat. Danke für eure Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne hier weiterhin verewigen in den Videos. Ich werde auf alle Fälle in den nächsten Videos immer wieder darauf reagieren. Wir werden noch einiges hier machen. Wir haben noch ein paar Aufgaben frei. Wir werden auf alle Fälle noch eine Sache ausprobieren, nämlich ein kleines Wettrennen. Aber dazu kommen wir mal später. Das wollte ich unbedingt machen. Und wir werden natürlich immer dann gucken, wenn es Updates gibt oder aber auch hoffentlich auch bald neue Mods. In diesem Sinne, Freunde, guten Laune. Ich suche mein Auto mal. Das steht da. Nee, das steht nicht da. Ich habe übrigens das Symbol von dem Auto weggeschaltet. Das könnt ihr auch machen. Ist natürlich eine Problematik. Ihr müsst euch merken, wo das Auto steht. Also im Parkhaus, wenn ihr die als vollgeparkt ist und ihr habt überall diese schwarzen Fahrzeuge, wird es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, Freunde, gute Laune. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüssikowski. Oh, hoppala. So. Schnell rein hier. Na, nicht da. Sondern hier. Wir fahren erstmal kurz hier so ran. Ja, Wolfgang, warum stehst du mir aber auch da voll im Weg? Ja, die... Ja, ist richtig. Davon geht das Spiel schon irgendwann mal kaputt. Als hätte ich es gewusst. Gut, Freunde. Schöner krönender Abschluss. Zwei miteinander Fußgänger überfahren und das Spiel will nicht mehr.